Hallo Deutschland, hallo Köln, willkommen bei Schlag den Star. Und hier ist Ihr Gastgeber, Elton. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, heute bei Schlag den Star. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Schlag den Star für den Nintendo Switch. Schön, dass ihr dabei seid heute bei dieser kleinen Samstagabendshow. Nein, es ist nicht Samstag, es ist heute Donnerstag, glaube ich. Schön, dass ihr dabei seid auf jeden Fall bei dieser kleinen Show-Einlage hier auf meinem Kanal. Ja, ich dachte mir, wir machen mal was anderes. Einen kleinen anderen Slot zwischen den beiden Pokémon Let's Plays, weil danach geht's weiter mit Pokémon Let's Go Evoli. Nur jetzt habe ich erstmal Bock auf ein anderes Let's Play und zwar Schlag den Star. Wir gehen rein, spielen und los geht's. Wir werden auf jeden Fall ein... Guten Abend, Leute! Moment. Kann ich den nicht aushören? Ich will aber nicht Philipp nehmen. Ich habe keine Lust auf Philipp. Na? Kann ich dich irgendwie aussehen? In dieser Show gewinne ich. Okay, müssen wir jetzt mit Philipp spielen? Na? Grüß Gott. Du kannst eigentlich gleich aufgeben. Okay. Welcher Spielmodus aus? Wir müssten auf jeden Fall wahrscheinlich so spielen. Also, Show. Dieser Modus entspricht der Länge und Ablauf der Show. Jetzt umfassen wir 15 zufällig ausgewählte Minigames, Action und 8 Quizgames oder umgekehrt, mit denen maximal 120 Punkte erreicht werden können. Bei diesem Modus ist jedes Spiel jeweils ein Punkt mehr wert als das vorangegangene. Beginnt bei einem Punkt für das erste gespielte Spiel. Das erste Spiel ist also ein Punkt wert, das zweite 2, das dritte 3 und so weiter. Wir haben 61 Punkte erreicht für die Show, weil gleich haben wir dann 16. Spiel gespielt. Dann spielen wir die Show. Let's go. Schönen guten Abend. Ah, herrlich. Danke. Ich dachte, wir könnten selber jetzt gegen irgendeinen Superliebster. Ich habe mir heute Abend die Nase vorn. Müssen wir also so spielen? So. Unsere Stars sind einzigartig und talentiert. Und sie haben bewiesen, dass sie Wettbewerbe gewinnen können. Und nun gleich zum ersten Spiel des Abends. Und das erste Spiel ist... Spiel 1, natürlich. Tiere. Also, den Spieler wird das Bild eines Tieres gezeigt, das sie möglichst genau benennen sollen. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Dazu bekommt man mehrere Antwortmöglichkeiten vergeben, aus denen man innerhalb von 5 Sekunden wählen muss. Hat der Spieler richtig geraten, bekommt er einen Punkt. Ansonsten der Gegner. Mit 7 Punkten gewinnen wir das Spiel. Gut. Dann let's go. Also sollte eigentlich ziemlich klar sein. So, da muss ich jetzt tatsächlich was ändern. Okay. Ich lese euch mal die Regeln vor. Ich zeige euch ein Tierfoto und ihr sagt mir, um welches Tier es sich handelt. Oberbegriff reicht hier nicht. Hund, Vogel, Katze, reicht nicht. Sondern was für ein Hund, was für ein Vogel, was für eine Katze. Wer buzzert, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort auszuwählen. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher euer Gegner. Gewonnen hat, wer zuerst 7 Punkte erreicht. Und los geht's. Dann fangen wir mal an. Das ist... Made. Hier ist die richtige Antwort. Made. Yes. Aber hallo, das war gut. Endlich mal etwas, was ich kann. Wir werden jetzt die folgende Spiellänge machen. Achtung, es geht weiter. Könnte ein Google-Fisch sein. Ist es aber nicht.
Das ist wahrscheinlich ein Zander. Ach nein, es ist ein Kugelfisch. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auf. Ich habe die rechten Antworten nicht gesehen. Scheiße. Leider nicht. Das ist ein Kugelfisch. Oh Mann, oh. Na gut. Hier geht es um die genaue Benennung der Art. Hund oder Katze reicht eben. Ja. Ganz schön spannend. Nächste Frage bitte. Das ist ein Golden Retriever, oder? Ja. Die richtige Antwort lautet Golden Retriever. Yes, das ist die richtige Antwort. Aber hallo, das war gut. Endlich mal etwas, was ich kann. Ich wüsste jetzt nicht alle Namen dieser Tiere. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Könnte Katzenhai sein. Ja, ich wollte hin, aber irgendwie wollte er mich nicht auswählen lassen. Die Zeit ist um. Der Punkt geht leider an deinen Gegner. Was? Echt jetzt? Ich hätte ja gern Schlag den Raab gespielt, also mit dem Raab zusammen. Ich wüsste jetzt nicht alle Namen. Wie auch immer. Neue Runde, neues Glück. Let's go. Versuchen wir es mal. Das ist ein Piranha. Die richtige Antwort wäre yes. Piranha. Ja, die beiden 2 Punkte da für sie habe ich auf jeden Fall verschenkt. Da kennt sich wer aus. Yeah! Ich wäre auch gerne mal da unten. Ich will jetzt nicht weiter stören. Dann machen wir mal weiter. Ja, das ist ein Feigefrosch, wie der heißt. Ja. Nein, das ist kein Moorfisch. Ich war falsch markiert, falsch genommen. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Ja, ich war im falschen Marker. Scheiße. Ich sag ja, die Punkte, die vergebe ich gerade so ein bisschen Antwort per falsch. Geschenk. Nicht schon wieder. Da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen mit dem Drücken. Und unser Spiel geht weiter. Ach, Neoleopard. Die richtige Antwort lautet Schneeleopard. Ja. Jawohl. Puh, geschafft. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Also die Katze ist auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was für eine. Das können wir wahrscheinlich. Norwegische Waldkatze. Ja, da wollte ich hin. Aber den wollte der irgendwie nicht nehmen. Der geht mir die ganze Zeit irgendwie. Schade, das war leider nicht schnell genug. Ich muss mich einfach noch steigen. Ja. Den Marker wollte der da nicht hinsetzen. Eine neue Runde beginnt. Das dürfte ein Emu sein. Ja. Emu. Das ist das Problem gerade. Der nimmt den Fall. Der nimmt alle Marker, das nur war den richtigen. Nicht schnell genug. Verflucht. Der nimmt alle Marker, nur den nicht. Dann machen wir mal weiter. Schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Yes! Greyhound. Das war die richtige Antwort. Super. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Die Show ist wieder erste Klasse. Definitiv, bisher ja. Bloß nicht überanstrengen, meine Lieben. Dann machen wir mal weiter.
ist das denn eine Sandnatter oder wie das Ding heißt da? Sandbohr. Hier ist die richtige Antwort. Ah, die Hornviper, wack, Junge. Ich war, weil wegen dem Sand war ich ein bisschen irritiert. Das ist ganz falsch. Ja. Nee, ne? Scheiße. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Ganz schön spannend. Achtung, es geht weiter. Schimpanse. Oh, okay. Das ist ein Thema dazu. Wenn überhaupt die. Ich glaube aber nicht, dass es richtig ist. Dann lösen wir mal auf. Ohne Ruhe. Leider nicht. Ich dachte, das ist einfacher. Der Sieger steht fest. Es ist Bonn. Ja, das habe ich mir verkackt. Da wollte der mehrmals sich die Dinge nehmen, wo ich die richtige Antwort gewusst hätte. Wollt ihr den Zwischenstand sehen? Ich denke ja. 1-0, ja. Das ist okay. Das ist aber noch nichts verloren. Im zweiten Spiel kommt es ein bisschen besser. Yvonne. Gut. Heute den nächsten Teil. Warte mal, jetzt muss ich ein bisschen warten. Spiel 2. Wasserlabyrinth. Wasserlabyrinth. So. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also Wasserlabyrinth bei Schlag den Star, liebe Leute. Bis dahin und tschüss.